Willkommen. Heute machen wir den Mond auf dem Neta. Möchtest du mir kurz erklären, was du damit meinst, den Mond auf dem Neta zu machen? Ich möchte bitte nicht so eine Folge wie gestern und vorgestern haben. Warum denn nicht? Wenn das genehm ist. Magst du mir vielleicht mal kurz erklären, was du mit den Mond auf dem Neta machen meinst? A bad moon horizon. So ein grünes Haus. Ja. Mit griechische oder ja doch griechischen Lachssuppe. Griechischen Design. Ja. Es würde Cäsar da wohnen, weil das ein Grieche war, definitiv. Und ja. Da drin wird richtig laut I see a bad moon horizon die ganze Zeit schallern. Mit viel zu schräger Lichttechnik und etc. etc. Also quasi eine Taverne im Rande des Universums. Ja. Die könnten wir auch bauen. Aber dafür müssten wir natürlich wieder auf die... Hell's Tavern. Ich habe keine Rakete, dann musst du mir noch eine bauen. Aber du hast ja eh nichts zu tun, hast du mir gerade eben gesagt. Nein. Deswegen ist das ja kein Problem für dich. Mir eine Tier 4 Rakete zu bauen. Nein, hast du nicht. Doch? Nee. Oh doch. Dann hätte er aber mit mir gebackert. Alter, was ist los? Hat der Server dann gemacht? Und der Server versteht keinen Spaß. All I know is, all I know is. Aber das ist ja alles voll Pigmen. All I know is 1035. Let him drown me. All I know is 1035. Thinking, God, you found me. Was zum Fick tust du schon wieder bei meinem Haus? Was macht der mir hier? Der chillt hier. Schlag den mal. Komm her. Ja, komm. Das hat er nicht gemacht. Du hast schon wieder die Tür nicht zugemacht. Das ist kein Tür. Es ist die Tür. Das ist ein Vorhang. Den Scheiß mit. Mach die Tür zu. Und bring mir noch diese Hafermilch mit. Drown me. Oh no. Was? Oh no. Hast du jetzt entdeckt? Oh no. Drei Straßen weiter. Ich find's ja toll, dass du dich einkackst. Haferschiss? Ja. Hallo Fische. Hallo Bio. Hallo Kühe. Was tust du denn gerade? Was machst du da schon wieder? Wie seht ihr denn aus? Nee. Leave the premises. Ich such dich. Ich spick dich. Amenakum. Auf dem Neta bauen. Ja, okay, aber warum hast du denn den Neta dabei, wenn wir auf den Mond müssen? Ich hab hier den Neta dabei. Danke. Was machst du so mit dem Scheiß dabei? Ja, komm. Ich hab gehört, dass du da was platziert hast.
He left a fucking dead like. I'm back. Gut. So, jetzt werden wir, nachdem wir schon wieder 6 Minuten nichts getan haben, in den Nether gehen. Oh, das wäre, weißt du, der Joke wäre, Mois. Oh, das werde ich diese nächste Folge machen. Was ist der Joke, Mois? Das werde ich dir nicht verraten. Was ist der Joke? Wann machst du den Schiss? Wovor hast du Fireball? Weißt du, was wir jetzt machen? Ich muss in deinem E-System schauen. Nein, 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 nein. Oh no, 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 no. You fucking die here. You fucking die faster than you think. Give me back more emeralds. Wir gehen jetzt in den Nether. Ja? Okay. Und im Nether bauen wir dann den Mond. Und der Mond wird ein Club werden, okay? Okay. Wenn ich daran denke, wie The Moon aufgebaut ist, werden wir Moonstone brauchen, oder? Was ist Moonstone? Ja, Komm, pass mal auf, was? Jetzt komm mal mit nach Texas. Jetzt komm mal mit nach Texas. Ja? Hält ja keiner aus. Da wird man ja. Wird man ja wild hier. Wir machen dir jetzt nochmal eine Tier 3 Rakete, okay? Okay. Das kann ja nicht so lange dauern. Oh Gott, fucking, ja. Mach mal wieder zu hier. Hält ja keiner aus. Wo bist du? Komm mal hier hoch. Ich brauch von dir Gasolin. Danke. Jetzt sind die Kanister runtergefallen. Ah, ich hab E-2 gedrückt. Das passt schon. Oh Gott. Ich hab keinen Bock auf diese Rakete. Du bastel die jetzt selber. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich war heute in einem bekannten Supermarkt meiner Wahl. Rewe. Rewe. Genau. Bleib mal kurz bei -2. Ja, und da, was ist da passiert? Komm jetzt wieder hier runter. Was für dich? Ah! Konrade. Da habe ich an der Kasse so neue Deos gesehen. Nimm das mit. Platzier das. Sag mal. Schieb. Nein, platzieren Sie Sheep mit back. Sheep stay here. Platzieren Sie Sheep back. Sheep stay here. Get out of there. Sheep is stand here. Sheep is untouchable. Sheep stand. Jetzt baut ihr doch mal deine Raketen und erzählt deine Rewe-Geschichten, Alter. Er hatte da diesen Traum. Im Rewe.
Also, wegen Rêve. Französisch? Bedeutet Traum. Deswegen habe ich immer Träume im Rêve. Ja. Okay, ja. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Also, da war ein Deodorant an der Kasse. Neue Marke. Ich mir gedacht, boah. Ich höre der Suche nach etwas Neuem. Neues ausprobieren. Immer das gleiche riechen. Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht richtig. So, dann war das so eine komische neue Marke. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Auf jeden Fall. Lichtenstein. War das erstmal suspekt. Weil da stand nicht drauf, dass das ohne Aluminiumsalz ist. Weil das geht ja gar nicht. Das ist ja suspekt. Geht gar nicht. Sehr suspekt. Dann habe ich da also die Hand gesprüht, gedacht, mal probieren, mal riechen, wie das so... Probieren, das schmeckt aber würzig, Freund. Und auf jeden Fall... Das ist so gestunken nach Desinfektionsmittel. Das ist gekauft. Und jetzt rieche ich dieses Zeug immer noch, obwohl meine Hand auf dem Tisch liegt. So penetrant, und dann musste ich natürlich alle 8 Sorten testen. Jetzt habe ich alle 8 Sorten auf meiner Hand. Das ist so disgusting. Oh, es geht nicht mehr weg. Muss ich gerade mal loswerden, weil ich bin ja halb am Ersticken. Nee, ich habe keinen Bock, eine Rakete zu craften. Ich gehe dieses Jahr nicht mehr auf den Mond. Ja? Nee. Doch. Warum? Was dann mach ich die da? Kuchen. Nein! Ich mache hier keine. Nein! Oh, diese kleinen Bio-Kartoffeln. Ich brauche diesen Dings da dringend da. Willkommen im Aldi! Willkommen im Aldi! Servus im Hofer. Sag mal. All I know is 10:35. And I can feel your ass around me. Around me. Arouse me. No, mate. Me fucking armpits. Jesus. Why are these fucking sketchy things there, innit? Apropos, das erinnert mich an etwas. Du hast dann meine was? Kühe gekotet. Nein, hab ich nicht. Ich hab die nicht getotet. Jetzt muss ich neue finden. Ja. Auf dem Mond gibt's nur welche. Kühe. Nein. Und Räucherkühe. Was? Getrocknete Kühe. Moment, was sind Räucherkühe? Also Stäbchen, die zündet man an und dann riecht das in deinem Haus nach Kuh. Hass. Das hat man in Bayern und in Österreich. Das nennt sich Scheiße und die schmiert man sich abends aus Butterbrot. Genau. Und nennt's Nutella, obwohl es gar keine ist. Der Forbidden Nutella. Na, das ist nicht verboten. Doch, das ist verboten. Das gehört verboten. Es ist aber noch nicht verboten. Und jetzt müssen wir mal eine Kuh finden. Hier gibt's aber nur Pferde. Gibt's noch eine andere Möglichkeit? Was hast du vor mit der Kuh? Schlachten. Understandable. Gegen den Strich. Maskieren. Rasieren. Entschuldigung. Nee. Auch keine Kühe. Ernähr mich ab jetzt vegan. Wo sind Sojabohne? Beans? Ich werd jetzt der Beans Farmer. Kannst du noch eine Sache besorgen? Räuchertofu. Und dann noch diesen Käse. Diesen Käse vom Markt. Und noch diese Bio-Kartoffeln. Cherry. Cherry, cherry, lady.
schauen. Du bist was Besonderes. Ich glaube, ich hole mir gleich ein Bier. Hallo Fische. Dass diese Folge wieder ein wenig sassy Charakter bekommt. Okay, das mache ich dann auch. Weg, die klaue ich. Du bist was Besonderes. Was klaust du? Meine Du warst es. Ja, der hat die Kühe geklaut. LOL. Wo sind meine Kühe? Weiß ich nicht. Du warst es. Wir treffen uns. Warte, wie viele Minuten? Ja, es ist noch. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Scheiße. Hallo? Sobald man hier auf dieser Scheißfarm einen Block abbaut und reinfällt, ist man direkt im Poison gelandet. Das ist dein Problem. Das ist gut. Das ist kein Poison da unter der Farm. Das ist wichtig. Pestizide sind das. Genau, dass das besser wächst hier. Hast du sicher auch in deiner Farm in Chendes. Mit Sicherheit. Nee, warte, was habe ich in meiner Farm in Chendes? Pestizide. Klar. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht, eben, sag ich doch. Und hier auf meiner Farm Mendes. Warum heißt seine Farm Farm Mendes? Sass. Wir treffen uns am Despawn, okay? Ja, komm. Jetzt. Warte, Despawn ist das Hütle neben dem Spawn, oder? Nee, das ist, wir treffen uns am Spawn. Am Spawn. Despawn. Ich hab was dabei, ja? Nachdem hast du Hunger. Ich hab Hunger, ja. Ja, hier, nimm noch ein Stück Kuchen. Nimm noch ein paar Stücke mehr. Darf's noch ein Stück mehr sein? Darf's noch ein Stück mehr sein? Na. Soll ich's in der Mikrowave warm machen? Na, danke. Jetzt nimm doch noch ein Stückerl mehr. Ich kann immer. Mach Oma nicht traurig und nimm noch ein Stückerl mehr. Okay. Kommt der Kirschkuchen da hinten, wo dein Lieblingskuchen? Jetzt nimm doch noch ein Stückerl. Nein. Nimm doch noch ein Stückerl, der Kirschkuchen war immer dein Lieblingskuchen. Du magst du eigentlich den Schokoladenkuchen noch anpacken und hast du morgen noch was bei der Arbeit zu essen? Du, jetzt ja. Geh doch nicht. Du, jetzt geh doch nicht. Da hinten ist extra ein Kuchen für die Weihnachtszeit. Siehst du nicht, der ist mit Zwetschgen drin. Und jetzt nimm noch ein Stückerl von dem Schokoladenkuchen. Das ist sonst viel zu viel. Wir essen doch gar nicht so viel. Jetzt nimm doch noch ein Stückerl. Na. Nimm doch noch ein Stückerl von dem Schokoladenkuchen. Okay. Nimm noch ein Stückerl. Na komm, nimm noch ein Stückerl. Okay. Jetzt, weißt du, was Oma extra für dich gemacht hat? Deinen Lieblingskirschkuchen. Und einen Kuchen für die... Scheiße, den kann man nicht platzieren. Und einen Kuchen für die Weihnachtszeit. Und deinen Lieblingsschokoladenkuchen. Und einen Karottenkuchen. Und einen Kuchen für die Weihnachtszeit. Und du Scheißwichser hast schon wieder davon gefressen, du. Du verfressenes Stück Scheiße. Was ist mit dem Kuchen? Den kann man nicht platzieren. Den kann man nur essen. Ah, nein! Für die Weihnachtszeit. Guck mal, du hast dich nicht hingehockt und die Kuchen gemacht. Und ich hab sie gemacht. Und mit dem Dank, den du mir hier zur Füße legst und den einfach wegfrisst. Hier, friss Kraut. Ja, ich werde mir jetzt vegan ernähren, dankeschön. Die sind vegan! Das haben die auch geschmeckt. Hallo? Momentchen mal. Vegan, wo sind wir denn hier? Technische Säure. Und morgen sind wir auch wieder hier. Um 18 Uhr. Schaltet doch ein. Auf Wiedersehen. Das ist sicher. Ja, relativ sicher. Vielleicht auch. Vielleicht um 8:30, aber wir sind mal da. Auf Wiedersehen. Ja. Servus.